Dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, aus dem Evangelium hat gerade im Jahr, im heiligen Jahr der Barmherzigkeit, richtig Konjunktur. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht selten werden wir aufgefordert, das auf unsere Fahnen zu schreiben. Was wir allerdings nicht bedenken bei einem solchen Aufruf, dass wir genau das tun, was Jesus nicht will. Dass wir mit solchen Aufrufen genau in die Falle tappen, in der die Partei der Pharisäer und ihre Schriftgelehrten sitzen. Dass sie nämlich immer von anderen denken, sie seien krank und sie seien ungerecht. Aber wir selber. Wir sorgen dafür, dass die anderen Ungerechten, die Sünder, die Zöllner, die Huren, was es alles so gibt in diesem Panorama, dass man für die sorgt. Von welcher Position aus sagen wir das eigentlich? Was Jesus hier ärgert im Evangelium ist, dass es Menschen gibt, die so von sich denken. Und wir sollten doch gerade nicht in diese Falle gehen. Sondern, wenn Jesus dann dieses Wort sagt, das ein sehr wichtiges Wort des Evangeliums ist, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, dann müssen wir mit der Diagnose bei uns selber anfangen. Und Jesus wusste aus dem Psalmen schon das Wort: Kein Mensch ist gerecht vor Gott. Was schreibt Paulus sich die Finger wund und diktiert sich den Mund fusselig über die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, die wir selber mit unseren Leistungen nicht erreichen können? Das heißt doch, alle brauchen den Arzt. Und er ist für alle gekommen. Aber die Grundvoraussetzung ist, sich selber als bedürftig zu erkennen, sich selber als krank zu erkennen. Man kann nur noch einmal das schöne Wort, das wir in der ersten Weihnachtsvesper gebetet haben aus der Ostkirche, noch einmal sagen. Der Arzt erscheint, zeigt ihm eure Wunden. Das ist der erste Schritt der Genesung. Christus, die eigenen Wunden, die eigene Ungerechtigkeit, die Verschuldung, die Verstrickung in Sünde, sie zu erkennen und sie ihm zu zeigen. Dann kommt er wirklich für alle. Und auch zuerst für uns.